Moin zusammen, heute geht's wieder los zum Quecken. Wir waren heute Morgen schon beim TÜV mit dem Queck. Wurde nämlich Zeit. Da ist die neue TÜV-Plakette. TÜV ohne Mängel. War aber auch eigentlich nicht anders zu erwarten, wir haben auch alles neu gemacht. So, auf jeden Fall, wir sind bereit. Wir haben schon alles gepackt. Heute gibt es mal kein Video vom Packen. Wir düsen nämlich jetzt direkt los. Wir fahren heute auch nicht weit weg. Wir fahren nur bis nach Datteln, 40 Minuten von hier. Und da gehen wir auf den Freizeitpark Kleukenhof. Da nehmen wir euch jetzt mal mit hin. Also viel Spaß! Da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir noch ein paar Kühlchen fahren hier. Und dann sind wir am Campingplatz. Ich dachte schon, wir fahren. Hier sollte angeblich eine Brücke sein. Ich habe zumindest keine gesehen auf Google-Karte. Jetzt fahren wir aber unter dem Kanal entlang. Das ist ja mal cool. Ja, und dahinter sollte dann auch schon unser Campingplatz sein. Eigentlich. Schauen wir mal. Wir melden uns dann gleich wieder, wenn wir da sind. Ja. So, da haben wir eingecheckt. Ist sowas von unkompliziert hier, total geil. Die haben jetzt da hinten den Spielplatz, da fahren wir jetzt, also wir fahren da jetzt erstmal hin. So, ne? Also hier geht's jetzt, hier ist das Landgasthaus. Da kann man wohl schön essen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das mal noch machen. Wir haben eigentlich alles dabei, aber schauen wir mal. So, also wir haben jetzt eingecheckt. Wir können eigentlich, weiß ich nicht, eigentlich kann man hier stehen, wo man will, so wie ich das jetzt merke. Hier ist das Gehege mit den Eseln. Und ja, hier ist noch ein kleiner Parkplatz. Hier ist der kleine Parkplatz für Besucher oder keine Ahnung, warum das hier abgesperrt ist. Irgendwas sagt, er wäre mit dem Motorrädern dieses Wochenende. Und ja, da ganz hinten am Ende von dem Spielplatz, also wir sollen jetzt einfach gleich diesen Weg da entlang fahren, wo das Mädel mit ihrem Fahrrad entlang fährt, bis zum Ende. Und da sollen wir uns dann einfach hinstellen. Also, ja, lustig. Also wir sollen jetzt einfach hier bis zum Ende von diesem Schotterweg fahren oder von diesem Weg einfach. Und sollen uns dann hier ganz am Ende einfach hinstellen. Schön so weit in die Ecke wie möglich, sollen erst unser Stromkabel auslegen, damit wir auch an die Dose kommen. Und dann können wir uns jetzt einfach hier in die Ecke stellen. So, das wäre jetzt hier unser Stellplatz. Ja, ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen und werde mal gucken, wo das Stromkabel hin muss. Also dieser Platz, der nervt mich echt übelst an. Also geht gar nicht. Wir stehen hier wirklich mitten am Ende. Da ist... Kannst vergessen. Also es ist nichts gerade hier. Es ist wirklich alles krumm und schief. Es ist egal, wo du stehst. Es ist einfach alles schief. Ich habe aber auch nichts zum Ausgleichen für den kleinen Wohnwagen. Ja, selber schuld in dem Moment. Aber platztechnisch total die Katastrophe. Also wirklich total die Katastrophe. Naja, wir bauen jetzt nochmal auf. Also nochmal alles von vorne und dann gibt es ja erstmal ein Bierchen. Verdientes Bierchen. Also ihr Lieben, wir haben es auch geschafft. Endlich aufgebaut. Ist, ja, ist wirklich eine Tortur hier auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob das ein Ausweichplatz ist oder ein Notplatz, wenn das Ding voll ist. Normalerweise haben wir da hinten, ich drehe das mal eben, da hinten ist eine Wiese und da stehen die Camper, die Wohnmobile, die Wohnwagen und was noch so da ist. Und wir stehen halt hier. Also wir stehen jetzt da. Wir standen vorher hier. Geht gar nicht. Also das ist total uneben hier und ich habe auch nichts mit zum Ausgleichen für den kleinen Wohnwagen. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja, wir ziehen jetzt mal die 2 Tage hier durch.
Mal gucken, vielleicht ist es ja morgen besser. Wir sind doch alle fertig bis 18 Uhr am Arbeiten und dann sind wir direkt losgefahren. Und dann sind wir natürlich noch, heute spielt Rot-Weiß Essen. Ja, die haben die ganzen Straßen abgesperrt, wir mussten Umwege fahren, also es war schon, die Anreise war schon nicht toll. Und dann kommst du dann auf den Platz, wo dann alles uneben ist, wo du noch nicht mal, also, ne, so, ich habe noch nicht mal die Spanngurte richtig reingekriegt. Also hier ging es jetzt, weil ich eine Stelle gefunden habe. Ja, da hinten, der guckt noch so halb raus. Ich weiß noch gar nicht, ich glaube, der ist noch nicht mal richtig fest. Ja, dann kannst du, dauert nicht mehr lange, dann ist er schon wieder raus. Also kriegst du da auch nicht rein. Das ist bis dato. Wir campen ja noch nicht lange. Wir campen jetzt, wie lange campen wir? Wir haben den Queck vor 2 Jahren fertig gemacht. Ist jetzt die 2. Saison, wo wir campen mit dem Queck. Ja, das zweite Jahr mit dem Queck. Haben auch schon einige Campingplätze gesehen, aber der hier ist wirklich der schlechteste bis jetzt. Was aber bestimmt auch nur daran geschuldet ist, weil wir hier hinten stehen. Wir können froh sein, dass wir überhaupt Strom haben. Strom ist auch geil, kann ich euch noch mal zeigen. Also da stehen wir. Und da hinten, ganz im Busch, also wirklich richtig im Busch, da hinten, also hier, ist ein CE-Anschluss. 3 Stück. Deshalb, also ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass das hier hinten Plätze sind, wenn alles voll ist und es kommt noch mal kurzfristig einer, dass der hier welche hinstellen kann oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das definitiv nicht das Nonplusultra. Wir haben jetzt 60 Euro bezahlt für 2 Nächte, inklusive Strom. Was heißt inklusive Strom? Der Strom wird berechnet pro Tag mit 5 Euro. Das ist dabei auch gleichzeitig und das ist alles voll. Ist alles voll Viecher hier. Also, wir hatten noch keinen Campingplatz, wo so viel Fliegen, Mücken und sonst was rumgeflogen ist. Aber gut, das ist halt Camping, das gehört dazu. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei den Preisen. 60 Euro bezahlen wir fürs Wochenende inklusive Strom und der Strom wird mit 5 Euro pro Tag berechnet als Pauschale. Das ist gleichzeitig auch die höchste Strompauschale, die wir bis dato gezahlt haben auf einem Campingplatz. Normalerweise haben wir immer so 3,50 Euro Pauschalen gehabt. 3 Euro. Aber 5 Euro ist schon eine Hausnummer und das ist nicht erst, seitdem die Strompreise so hoch sind. Also soweit ich das bei Google und so gesehen habe, berechnen die das immer schon länger. Familienbad haben die auch noch hier, da gehen wir morgen auch noch mal hin. Also wir machen morgen ganz normal wieder den Rundgang über den Campingplatz. Der wird auch nicht lange dauern, weil ist halt nicht viel. Also vielleicht machen wir auch nur ein Video, aber das seht ihr dann ja. Also wir machen bestimmt nur ein Video daraus aus der ganzen Sache hier, weil halt einfach nicht wirklich viel los ist. Morgen ist noch Sommerfest. Ja, mal gucken, was das Sommerfest denn dann wirklich ist. Ne? Das Landhaus ist da hinten, das gucken wir uns noch an. Dann gucken wir uns auf jeden Fall auch noch die andere Wiese an. Ich will echt gucken, ob die voll ist oder warum wir hier stehen. Und ja, gucken wir mal einfach, was der Tag morgen noch bringt. Ob wir noch vielleicht ein paar schöne Erlebnisse haben. Also bis jetzt sind wir eher fertig und haben keine Lust mehr. Aber so ist das halt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Nach dem Duschen, nach dem Frühstück, zum Rundgang. Also, tschö. Einen schönen guten Morgen aus unserem Queckie. Ja, wir haben lange geschlafen heute. Wir waren echt fertig. Wir waren auch noch nicht duschen, wir waren auch noch nicht frühstücken. Aber Teller stehen schon. Ich schwinge mich jetzt mal in die Dusche. Jetzt ist schon wieder von meinem neuen Funkmikro der Sender abgeflogen. Aber dafür kann man mich jetzt besser hören. So, jetzt mache ich das Ding mal eben wieder dran hier oder steck's mir in die Tasche. Machen wir den Queck zu. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Bad. Dann zeigen wir euch mal das Familienbad. Die haben mir neue Familienbäder gebaut. Und dann gehe ich mal schnell Duschi-Duschi machen und dann hoffentlich hat Sarah das Frühstück schon auf den Tisch gestellt. Das wäre ja ganz cool. Ich habe nämlich jetzt echt Hunger. Und ja, Tür zu. Dann würde ich sagen, los geht's. Ach so, Sarah sagt noch, wir müssen den Schlüssel mitnehmen fürs Badezimmer. Ja, hat sie recht, sonst kommen wir da nicht drauf. Also Quecktür wieder auf. Und einen schönen kleinen Schlüssel mitnehmen. Und Quecktür wieder zu. So, Sarah ist schon unterwegs. Die Kaninchen laufen da hinten auch schon rum.
Wetter ist auch herrlich. Also besser kann es ja echt nicht sein, ne? Also es ist wirklich grandioses Wetter heute. Der Spielplatz strahlt. Das Kind ist glücklich. Wir sind auch glücklich. Also alles tippitoppi. So, sehen wir uns gleich beim Mietbad wieder. Bevor wir zum Mietbad gehen, haben wir noch mal einen kleinen Abstecher gemacht. Müssen ja mal dem Esel guten Morgen sagen. Guten Morgen. Guten Morgen, Eselchen. Geht's dir gut? Ja, also genug Platz haben sie auf jeden Fall. Ist okay, Schatz. So, jetzt geht's ins Familienbad. Also, wir sind jetzt hier vorne beim Landgasthaus. Also hier ist das Landgasthaus. Und hier sind die Toiletten drin. WC und Dusche für die Herren. Und dann geht's hier um die Ecke. Ja, kannst du. So, und hier um die Ecke bei den tollen Maschinen ist das Bad für die Eltern. Mama. Mama. So. Hier ist aber nur Dusche. So, also das sind die neuen Mietbäder. Was heißt Mietbäder? Hier schmeißt du 2 Euro vorne rein. Also hier hast du. Nein, alles gut, mach mal, Henrik. So, also hier habt ihr einen Wickeltisch. Hier schmeißt du dann, ich meine, 2 Euro rein. Hier steht gar nichts dran. Doch, 2 Euro. Da steht 2 Euro. Also schmeißt du rein, dann könnt ihr die Dusche 8 Minuten nutzen, könnt auf Toilette gehen und ja, habt da so ein kleines eigenes Bad für euch. Sarah sagte, die alten Duschen sehen nicht so toll aus. Also du hast dann wirklich nur eine Duschkabine, hast keine Möglichkeit, Klamotten dahin zu hängen. Und das ist halt echt nicht schön. Dann nehmen wir lieber die 2 Euro, gehen einmal alle duschen und fertig. So, das machen wir jetzt auch einfach mal. Bis gleich. Fertig mit Duschen. Also es geht ja nichts über eine frische Dusche am Morgen. So, jetzt sind wir auch schon sofort wieder beim Queck. Frühstück steht auch schon. Das Bier ist von gestern Abend. Also wir trinken heute Morgen noch kein Bier. So, jetzt erstmal schön frühstücken. Der Kurze ist schon hinten am Rutschen. Und dann machen wir nachher auch nochmal schön den Rundgang. Den gibt es dann in einem extra Video. Und dann gucken wir mal, was heute noch beim Familienfest, Kinderfest stattfindet. Das soll ja auch heute sein. Und ja, dann gucken wir mal, was heute noch so passiert. Wir gehen jetzt mal zum Schiffshebewerk nach Datteln. Da unten steht unser Quecki. Da ist nochmal hier, kann man nochmal den Campingplatz schön sehen. Genau, da sind die Dauerstellplätze. Da hinten sind die Touristenstellplätze. Hier ist der schöne Spielplatz wieder. Und ja, das ist der Fußweg. Hier geht's hoch. Und da geht's runter. Früher war hier die Einfahrt. Die haben es aber weggemacht, weil jetzt hier die Umgehungsstraße gebaut wird. Also hier kommt jetzt die Umgehungsstraße von Datteln rundherum. Und deshalb haben die hier die Zufahrt zugemacht. Und hier so ein Wall aufgeschüttet, so ein Lärmschutzwall. Und ja, da kann man jetzt wohl drüber gehen und dann können wir zum Schiffshebewerk. Also es ist auch nicht mehr weit entfernt, da nehmen wir euch jetzt mit hin. Viel Spaß! Das ist voll die Abenteuertour. So, erstmal den Wall wieder runter. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier wirklich durchkommen. Da hinten ist nämlich alles abgesperrt. Aber wir werden da wohl irgendwie hinkommen. Also ich habe es geschafft, ich bin unten. Sarah und Henry kommen auch. Hallo, Henry. So, das soll wohl klappen. Also da hinten ist die alte Zufahrt. Da müssten wir jetzt eigentlich her. Gehen wir jetzt mal einfach hier durch das Bauloch, wo die Umgehungsstraße gebaut wird. Und dann kann der Henry auch wieder mit seinem Laufrad fahren. Ja, du kannst gleich mit dem Laufrad fahren. Wir müssen noch einmal da hinten rüber. Da hinten müssen wir rüber, nach da hinten. Dann kannst du mit deinem Laufrad fahren. Okay, so. Also, wir gehen jetzt darüber und dann geht es weiter zum Schiffshebewerk. Also einmal noch hier den kleinen Hügel runter. Also es ist wirklich ein Katzensprung von unserem Campingplatz entfernt bis zum Schiffshebewerk. Also sind jetzt da über die Umgehungsstraße gelaufen und das kleine Pettchen noch so 100 Meter. Und da ist schon das Schiffshebewerk. Ich weiß nicht, kann man das kann man glaube ich kaum sehen. Da sind die, hier ist so ein Teil und hier vorne ist noch eins. Ich weiß nicht, diese Türme, wo die drin sitzen und gucken, ob alles funktioniert.
ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Brücke, heißt die auch Brücke? Kann sein. Auf jeden Fall, da sind wir jetzt gleich sofort. Und hoffentlich kommt dann auch mal ein Schiffchen, dass wir mal sehen können, wie das gehoben wird oder abgesenkt wird. Schauen wir mal. Da bleiben wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen. Wetter ist ja ganz schön. Ein bisschen laufen hier durch die Natur ist auch ganz schön. Hier vorne stand schon ein Warnschild drin. Dran Eichenprozessionsspinner. Also hier werden wohl irgendwo Nester sein, Raupen rumlaufen. Müssen wir mal aufpassen. Bis jetzt haben wir noch nichts gesehen. Wir werden es überleben. So, jetzt müssen wir noch ein kleines Pettchen hochgehen. Ich nehme jetzt mal kurz das Laufrad. So, da geht's hoch. Und dann sollten wir am Schiffshebewerk sein. Glaube ich zumindest. So, jetzt mal gucken. Gehen wir jetzt mal hoch. Wir gehen jetzt aber auch mal hier links hoch, weil da vorne ist alles voll Brennnesseln. Da müssen wir ja auch nicht durchgehen mit dem kurzen. Sonst sehen wir gleich aus wie Streuselkuchen. So, dann gucken wir mal. Es hört sich schon so an, als ob hier schon ein Schiffchen wartet. Nee, es wartet nicht. Es fährt weg. Also hier ist das Schiffshebewerk. Coole Sache. Hier steht auch eine Bank. Hier können wir uns jetzt ein bisschen hinsetzen. Uns ein bisschen mal alles angucken. Ja, also mal ein paar Eindrücke vom Schiffshebewerk gibt es jetzt. Schiffchen da durchfahren sehen. Also echt schon gigantisch, das Ganze hier mal zu sehen. So nah dran. Also bei uns in Essen ist das ja echt richtig klein. Ich dachte ja auch, die andere wäre gar nicht in Betrieb. Und da ist aber auch schon ein Schiffchen drin. Da gucken wir jetzt nochmal. Die haben auch schon das Tor zugemacht. Also ist alles dicht. Das Schiffchen ist drin. Wir gehen jetzt nochmal bis da hinten, wo wir am Anfang waren. Da können wir nochmal gucken, wie das Schiffchen rausfährt. Und dann gehen wir zurück zum Campingplatz. Meine Eltern kommen auch nachher zu Besuch, weil heute das Kinderfest da ist, Sommerfest. Und vielleicht gibt es Kuchen, sagt Sarah. Müssen wir mal gucken, ob Oma was mitbringt oder nicht. Oder ob wir im Landgasthaus was kriegen. Wir schauen einfach mal. Also jetzt geht es erstmal zum Anfang wieder, um zu gucken, wie das Schiffchen aus der anderen Schleuse rausfährt. Das war's dann auch mal von der Schleuse hier in Datteln. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Campingplatz. Wir müssen jetzt da wieder durch das Gebüsch laufen. Und da werden wir erstmal die Akkus laden von der GoPro. Ich habe auch nicht mehr viel Speicherkapazität, weil ich, blöder Hund, auch mal wieder die falsche Speicherkarte drin habe. Aber so ist das. Ja, wir gehen jetzt zurück und laden die Akkus und dann sehen wir uns heute Nachmittag nochmal zum Kinderfest wieder. Mal gucken, was da los ist. So, Kamera ist wieder geladen. Wir haben jetzt gerade Mittagessen gemacht. Es gibt heute Kartoffel-Brokkoli-Auflauf von 4 Reifen, 1 Klo. Wir verlinken euch das mal unten in der Infobox. Also sieht wirklich super gut aus. Dazu gibt es ein bisschen Fleisch und ein leckeres Radler. Also erstmal Mittagessen und dann geht es gleich los. Das Kinderfest hat auch schon angefangen. Also die sind da hinten schon fleißig am werkeln. Da gehen wir dann gleich mal hin.
wenn meine Eltern da sind und dann gucken wir mal, was da so los ist. So, meine Eltern mit den Kids sind da. Jetzt geht's mal zum Sommerfest. Wollen wir mal gucken, was da los ist. Kostet, wie gesagt, 5 Euro. Da können die da ihre Spiele machen, können was gewinnen. Dann gibt es noch Bratwurst mit Brötchen für 2 Euro, Steakbrötchen für 3 Euro, Waffeln für 2 Euro, Reibekuchen, 3 große für 3 Euro. Also ist eigentlich vom Preis vollkommen okay. Und dann können die Kids halt hier so Spiele machen und ja, wir zeigen euch das jetzt. So, also für die 5 Euro kriegt ihr eine Bratwurst, eine Waffel, ein Trinkbrettchen und ein Kratzeis. Ne? Und dann könnt ihr dann halt hier die Station ablaufen und dann geht das los. So ihr Lieben, das war es dann auch schon vom zweiten Tag hier auf dem Klaukenhof. Die Party ist vorbei, ein paar Hartgesottene sitzen noch da und trinken ihr Bierchen und singen schön. Ja, die Sonne lässt jetzt auch langsam nach, es war echt pisswarm heute. Und der Quickie steht da hinten noch im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Und Spielplatz ist auch noch gut besucht und das Wetter schwenkt gerade ein bisschen um. Ja, schönen Sonnenuntergang, ein paar Wolken sind doch da. Und ja, wir gucken jetzt gleich noch ein bisschen Stranger Things. Der zweite Teil ist ja gerade da. Und dann geht es für uns auch ins Bett. Und morgen früh gibt es dann mal zur Abwechslung ein Abbauvideo. Also morgen geht es auch nach Hause. 11 Uhr müssen wir vom Platz sein. Wir werden morgen früh schön frühstücken. Dann werden wir in aller Ruhe packen und nach Hause fahren. Der Quickie kommt dann auch mal wieder in die Garage. TÜV hat er ja bekommen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen vom Klaukenhof. So. Wir haben ausgeschlafen. Wir sind zwar noch zum Teil im Schlafanzug. Ich drehe jetzt die Kamera nicht um. Und ja, wir werden jetzt frühstücken. Und dann werden wir gleich in Ruhe packen. 11 Uhr müssen wir den Platz verlassen. Dann habe ich euch ja gesagt, gibt es diesmal ein Abbauvideo. Und ja, dann packen wir gleich das Auto ein, machen am Queck alles zu. Holen unser CE-Kabel wieder aus dem Busch raus und dann geht's ab nach Hause. Dann ist das Wochenende hier schon in Datteln wieder vorbei. Ja, wünsche ich euch nochmal viel Spaß beim Rest hier vom Abbau. Und wenn euch das Video gefallen hat, ich werde auch nicht mehr viel sagen jetzt heute, weil es ist ja so gut wie vorbei. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, folgt uns auch gerne noch auf Instagram. Die ganzen Links findet ihr unten auch in der Videobeschreibung und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder im nächsten Video. Adios, tschüss, tschüss. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay, all
all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.